Scheiße, hier war er. Zwei noch. Axel ist auch noch da. Ach du Scheiße. Hier sind viele. Ich bin tot mal. Wie kommt die letzte Welle jetzt gerade? Die war doch eben schon. Ah, denkst du? Denk ich nur, ja. Hallo und willkommen zurück bei Night of the Dead. Wir starten in eine neue Runde. Wir befinden uns jetzt so, ja, 19 Uhr vor der 11. Hordenacht. Wir haben an unserer Fallenstrecke nichts verändert seit der letzten Nacht. Wir sind vom Looten zurück und gucken mal, dass wir jetzt ein bisschen Kleinigkeiten erledigen, die eben dazugehören. Ich möchte ein paar Beete bauen und Sobo möchte... Ich warst du überrascht jetzt? Warst du jetzt überrascht? Ich hab gerade geguckt, was ich brauche. Ja, leg mal oben irgendwie so ein bisschen. Ja, ich will jetzt hier diese Buschplantagen-Dinger bauen, dass wir ein bisschen schneller an Äste rankommen, als wir das bisher hatten. Weil wenn wir nicht immer weg müssen, ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Ich baue jetzt mal, weiß ich nicht. Acht, neun. Ja, und dann baue ich noch ein paar Bauernhöfe. Weil das Kochen finde ich ja nicht so verkehrt. Manche Sachen bringen ja doch ein bisschen Bonus. Ich fange jetzt einfach mal hier an, gegen, wie das aussieht. Sieht gut aus. Also, Buschplantage. Also wir brauchen, also habe ich zeige es euch nur noch mal kurz. Mist natürlich. Wir brauchen Nägel, wir brauchen Holzbretter, wir brauchen kleine Steine und Blätter. Habe ich mir jetzt alles ein bisschen zurechtgefummelt, dass ich nicht ewig lange mit euch in den Kisten stöber. Und ja, dann gucken wir mal, wie weit wir hier kommen. Hier wird es nämlich schon uneben. Dum, 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 dum. Warum eigentlich? Achso, weil ich da drin stehe. Du bist so still. Ja, ich überlege gerade, ob ich noch ein bisschen was aufwerte. Inwiefern? Ist noch was zum Aufwerten? Ist doch alles schon auf Eisen, oder? Irre ich mich da. Na, hier oben die Treppe ist noch nicht auf Eisen. Und die Treppe ist noch nicht auf Eisen? Na, oben überm Flammenwerfer nicht die Treppe. Ach so, okay. Und der Fußboden unten auch noch nicht. Okay. Und so ein paar Utensilien gerade noch in der Tasche vom Looten. Habe ich jetzt ja nicht ausgepackt. Hm. Es fehlen Materialien. Ja, 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 ja. Die Treppe hier ist ja unheimlich. Keine Materialien mehr. Puh. So, dann gucke ich doch mal hier oben, was wir hier oben so haben. Alter, wer kommt denn hier? Weil ich hier mal ein bisschen abreißen aus Stress. Ja. Müssen die jetzt hier rinkommen? Ich habe nicht mehr so viel Pfeile. Geht weg. Vater und Alpha. Kleine, machen sich auf den Weg. Eine Foundation hinsetzen. Mhm. So. Ja, das geht natürlich wieder nicht so. Ist bei mir auch gerade so mit den Beeten jetzt auch nicht hundertprozentig so. Die stehen jetzt eben kreuz und quer. Dann ist das eben so. Die sollen einfach nur Äste abwerfen und alles andere interessiert mich nicht, wie es aussieht. Dass wir hier nochmal so einen letzten Punkt haben, wo wir vielleicht noch einen Flammi raufstellen können. Koffel, passt so. Ist nicht mittig, wa? Mhm. Ja, da kommt der Munkel da durch. Ich merke es schon. Ich höre. Ein bisschen nach rechts noch. Geil. Das ist ja nur als Test, wenn wir jetzt hier noch einstürzen. Ja, wenn wir uns hier noch oben was draufstellen können, dass wir uns hier nochmal so ein
Ja, weiß ich auch nicht. So einen letzten Punkt hinzimmern. Das könnte so klappen. Koffert. Wieder so. Hier rechts. Na, fummel mal ein bisschen. Hier rechts ist ein bisschen. Ah, sollte schon. Sollte schon ein bisschen. Ah, leck Arsch. Leck Arsch. Leck Arsch. Genau, und dann. Naja, zwei Treppen, drei Treppen. Machen wir drei. Ne. Können wir hier. Ja, können wir hier vielleicht nochmal was draufstellen irgendwann. Das ist ganz cool. Wollte ich mal Sachen zum Aufwerten. Dann werte ich das mal ein bisschen auf. Ja, hier drin ist auch nicht so prall für die Beete. Warum? Weil sie nicht überall hingehen. Nur wo Rasen ist. Okay. Also halt jetzt kreuz und quer gebaut, aber so ist es eben. Und wir kriegen auch nicht mehr hin. Also ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Beete. Also nicht Beete, sondern diese Buschplantagen. Krieg aber keine ja. Bauernhöfe jetzt hier mehr hin. Die werde ich außen hinstellen. Und die vielleicht ein bisschen. Hier passen die nicht nee, hin, ne? Nee, nee, geht nicht. Möchte nicht. Hier an Rand kann ich da mal vor das Fenster. Eins setzen. Hier, eins. Aber dann ist auch wieder Schluss. Hier geht's wieder und nicht. Hier auch nicht mit hochsetzen, ne? Nee, mit hochsetzen könnte ich jetzt hier noch eins, also hier so eins noch hinkriegen, hier so. Der guckt ja raus. Ja, das geht nicht anders. Kann ich dir nicht sagen, warum. Ist so. Und hier an der Mülltonne und hier hinten nee, hast du auch noch Platz? Nee, geht nicht. Da ist kein Rasen. Da geht kein Beet. Auf Stein geht nicht, nein, okay. Nein, nein. Muss immer Rasen mit und dabei sein. Aber ich hab doch. Was hatte ich denn? Blätter. Wo sind denn die drinne? Da Handwerk. Kochen. Buschplantage. Ich hatte doch letztens hier mal angetestet. Tatsächlich. Zeig doch. Denk mir das ja nicht aus. Aber was du machen könntest? Du könntest die hier so halb in der Wand drin bauen. Dann würde das gehen. Hier auch nach da vorne. Wenn auf. Nee, auf das sieht alt. Scheiße aus. Aber da könnten wir noch zwei hinsetzen. Ja, nee, ist schon okay so. Für die Büsche ist das doch völlig. Ja, und dann wird das aber nicht so richtig genommen. Dann sind die ja draußen und dann lassen wir draußen Zombies sein. Und dann machen sie unsere ganzen schönen Pflanzen kaputt. Die sind ja komplett draußen. Also ist wirklich, das Beet ist an sich draußen. Ist nur in der Mauer der Rand. Und da kann man ja rüberlaufen. Kann ich das schon. Ist ja egal, ob wir hier den Weg zubauen. Das passt schon. Oh, guck. Oh, guck. Das reicht. Zeig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Beete haben wir jetzt. Das ist ja. Schön, wa? Jetzt mach ich noch mal, guck ich nochmal wegen Bauernhof. Jetzt habe ich noch. Na, kann ich auch noch mal zwei bauen. Muss nur. Tja, ja, wie es hier unten aussieht. Wenn ihr sitzt. Anderen sah ich und mit ihr wehend. Zack. Den kriegen wir irgendwo hin hier. So, dann hole ich mir mal die Utensilien raus zum Aufwerten von den Foundations. Erstmal auf Stein, da habe ich nicht so viel Krempel in der Tasche. Ich dachte, wenn man die Beete und alles hinsetzt, sind die schon einmal gefüllt. Nee. Also jedenfalls nicht die Busch-Dinger, da musst du ja immer sehen noch. Ich habe aber nicht genug Mist dafür. Nur bei dreien. Na, wie viel Mist brauchen wir dafür? Na, jedes Mal ihn. Na, wir haben noch 19 Mist in der Kiste. Ja, und wenn ich 11 Beete gemacht habe?
Und drei Dann hast du 11 Bauernhöfe verbraucht. und zwei Bauernhöfe. Dann hast du 13 verbraucht und immer noch. Richtig. Und den Rest Ja, habe wir ich haben eben 9. mit Mist aufgefüllt. Bleiben aber welche leer, demzufolge. Ach so, zum Bauen braucht man schon welche. Das hatte Ja, ich nicht mehr auf dem Schirm. Okay. zum, zum Ja, Bauen ja, und ja. zum. Aber Mist kann man doch auch herstellen, ne? Mist kann man herstellen, ja, aus klebem Fleisch. Aber wo wart? Ich glaube an der Fellbank, oder? Also hier wurde Fell hängt da an der normalen Werkbank. Ja, Fellbank. Bellbank ist gut. Ja. Dünger, Mist. Achso, die müssen wir erstmal. Benötigt Mensch-Dingens. So, Okay. jetzt brauche ich noch Ja, klar. Metallsachen zum Aufwerten. Ah, ich hole die mal gleich. Also Ach so. Fleisch und Darm. Wir wollten ja auch noch die das Laufband bauen. Ja, das machen wir auch noch. Vor der Nacht am besten. So, den Krempel wieder raus. Aber wir stellen jetzt da noch nicht drauf, ne? Also, das ist jetzt nur so, um da unsere Abgrenzung zu haben von Ja. dem oberen Teil. Ja. Der Bau wird sich ja eh über ein paar Tage ziehen, denke ich mal, oder? Denke auch, ja. Aber Mesanten das wissen machen wir wir nach der nachher. Nacht. Das erklären wir euch nach der Nacht. In der Braucht Folge. man dann Nägel, Eisenplatten und Eisenstangen, wa? Für Für eine was? Metallaufwertung? Kommt drauf an, was du aufwertest. Foundations und Treppen. Nägel. Ah, wollten wir noch ein paar. Ja gut, dann müssen wir das Ding abreißen. Das was? Na, wie heißt denn das Sprungding da? Ach so, Sprungbrett. Kann ich gleich machen. So, die Beete sind jetzt alle ausgesät. So, ich bin jetzt auf dem Weg zurück zum Aufwerten. Oh, scheiße, ich hab einen Darm gegessen. War lecker. Huste mal. Nee, geht nicht husten. Das ist Frosch. Aber doch nicht alle 2 Sekunden, denn Huste. Endlaut. Nee, trocken Hals, ich brauch Bier. Aufwerten geht bei mir echt schnell, weil ich doppelt T drücke. Mach ich auch immer. Ja, ich weiß, zum größten Teil. Ach so, hatte ich noch was vergessen? Warte, warte, warte. Wir hatten ja hier auch noch Luffy dran vorbei, siehst du? Na. Mal gucken, wie weit ich noch komme mit den paar Sachen, die ich habe. Hier war ja auch noch ein bisschen was. Nee, nach unten drunter. Okay. Wird nicht mehr allzu weit reichen, aber. Haben wir. Es fehlen Materialien. Egal. Kümmere ich mich jetzt nicht drum. Nee. Und, Ja, jetzt ist er noch den Sprungbrett weg und dann ist ja schon fast Nacht. und wie viel hoch die gehen können. Die da rüber kommen. Es ist richtig rum. Ja. So muss es sein. Wenn ich jetzt hier so. Ja, doch, geht. Okay. Habe ich Kabelchen bei? Habe ich bei? Habe ich bei? Jetzt schließe ich an wieder an alle dann. Okay, 6. Yes. Oh. Mach Welcher mal Wahn. nochmal, wie du als Zombie da durchkommst. Nee, nee. Der linke. Zack. Achso, ich hab dir Essen in eine Oh. Kiste, eine ganze Menge gepackt, ja? Hast du selbst Nimm gemacht? dir mal schnell noch was raus und mach die Tür zu.
Wenn du fertig geknüppert hast. Und dann jetzt Hat er. ab. Ja, hoffentlich rennt das Dingo richtig, so richtig, richtig. Nee, das geht nicht richtig, So. richtig. Das So. hat alle. Bäm. Nee, das glaube ich nicht. Das ist ganz normal. Ach so. Pass auf, wir machen zur Sicherheit einfach nur, weil wir cool sind, Ja. den Flammen auf alles. Ja, dann musst du dich aber beeilen. Auf alle, ja. Aber wenn der Flammi Wird noch auf was? alle ist, dann sind die Maschinen, die Miniguns aber auch auf alle. Weil die sind Nee, ja an die lassen wir demselben ja aus. Kabel. Die lassen wir aus. Und wenn ein großer kommt? Dann machen wir dran. Und den Nee, Flammi aus. brauchen wir nicht. Wir haben ja Waffen. Dings, Dings, Dings habe ich da. Bisschen Essen. Oh, wo habe ich so viel Essen gefunden? Krass. Habt ihr Okay. Effen, Rinnipat? Ich habe 12 Riegel. Also. Ach so, das ist viel. Ich Also habe auch cool. 15. War So, ich bestimmt mache im jetzt das Hotel. linke an. Jetzt müssten die Dinger unten alle an sein. Kann ich nicht sehen von hier. Bei mir würde man die auch nicht sehen. Egal. Die unten, die Ja, alle Schneidefallen an. müssen jetzt an sein. Alle an. Aber hier ist ja auch. Ach so, hier ist schon eingestellt. Schwerer Zombie, leicht. Okay, leichter Zombie lasse ich aus, ja. Okay. Für ein Flammi. Ja, na klar. Aber der brennt ja eh alle, wenn du den anmachst. Deshalb, ich finde der Schwachsinn. Ich würde das auf die Der Flammi Minigun doch nicht. stellen. Na Der klar, Flammi wenn, doch nicht. doch, wenn der Flammi an ist und auf große Zombies geht, dann geht der auf alle. Weil brennen ja alle, die in der Umgebung sind. Das ist das Blöde, deshalb, also Ist der doch Flammi bleibt aus. nur, ja, der bleibt aus, ist doch nur zur Sicherheit. Okay. Also Flammi ist linker Schalter und falls ein großer, ich weiß nicht, ob jede Nacht ein großer kommt, keine Ahnung. Aber wir haben ja abgegradet, also. Brauchen wir auch nicht, weil wir haben eine Waffe. Mit zur Not renne, gebt nochmal rüber. Wenn ein Riese kommt, stell nur auf Riese ein. Und dann können wir die Miniguns anmachen. Das leuchtet bei mir auch nicht. Bei dir? Das Laufband? Bin jetzt unten, ja, es leuchtet. Das an. Kannst du ja nicht sehen von da. Ja klar, ist von hier. Achso, der ist ein Schalter, der liegt da drin. Bei mir ist er nämlich aus. Hier. Leuchtet ein blaues Licht. Komisch. Jo, da haben wir wieder Platz zum Gucken. Oh, da kommen Oh, da sie. kommen sie. Ei, wir gucken uns das Spiel hier mal an. Ich bin auf das Laufband gespannt. Nick hoch. Scheiße Ja, bei macht dem das. Großen zählt es nicht. Ist ja. Von hier oben gucken. Nee, doch, ein bisschen. Nee, da Nee, die kannst Großen du nicht. höchstens, da kannst du die nur verlangsamen ein bisschen. Nee, warte. War nicht schon wieder. Bin Hat er mir tot. runtergezerrt? Tot im Oh Schredder. nein! Nicht! Shit. Vergiss nicht die Tür Nee. zuzumachen. Aber ich glaube, da werde ich wohl meine Sachen nicht wieder kriegen. Erstmal nicht, ne? Weil im Schredder wird schwierig. Oh, Scheiße. Haufen Baumtypen noch, wa? Yep. So, jetzt muss ich mal kicken. Okay, Da kriegen sie wieder her nicht. meine Sache habe ich. Die Baumtypen. Ja, ich muss gleich mal mitschießen. Ich musste erstmal wieder alle aufsammeln und mich fertig machen.
So, und jetzt haben sie sich bewegt. Okay, der ist unten im Schredder, der Baumtyp. Der Ene, der ist tot. Ja. Der ist auch tot. Oh, hier unten ist ein Feuerhain. Stimmt. Der sollte da nicht sein. Kommst du ran von da? Nee. Nee, Musik runter. Der reißt da sonst alt ein. Warte. So, eben mal reparieren. Geht aber. Hauptsache kommt nicht so ein großer. Sonst muss ich nämlich nochmal rüber rennen. Der wird bestimmt nur in den 10er Nächten kommen, oder? Koffelt. Bis jetzt ist es ja. Wo ich hier repariere und nicht erreichbar bin. Ist ruhig. Denke ich auch. Aber wir haben nichts verändert, Kurs. Also. Nee. Gar nicht, außer das Sprungbrett und das Laufband, und das war überflüssig. Das Laufband ist langweilig, ja. Also das können wir getrost wieder abreißen. Da war das Sprungbrett doch ein bisschen spannender. Naja, stimmt. Okay, aber das haben wir mal gesehen. Ist nicht prall. Ja, man müsste es vielleicht im größeren Stil machen. Mit ganz vielen hintereinander? Genau. Und dann Flammi dazu, den brauchst du gar nicht mehr machen. Ja, aber das wäre ja auch wieder. Gut, ja, man könnte jede Nacht anders machen, klar. Und dass jede Nacht anders aussieht. Aber ich hätte eine Idee, wo man das bauen könnte. Ja, ich auch, aber ich glaube, das ist zu öde. Aber das kann man mal eh mal probieren. Das wäre richtig geil. Weil die Großen nehmen das eh nicht an. Die Pendel da, die sind gut. Ja, ein Glück. Also die machen nochmal den restlichen Schaden. Aber eben als du zeitlich gesegnet hattest, da sind die durchgekommen. Also bis kurz vorm Pusher. Ja, aber höher sind sie noch nicht gekommen. Bis jetzt. Nee. Oh ja, das werden ja mehr. Ey, so läuft das hier nicht. Du hier, du. Der da unten. Verhungert da. Geh doch hoch. Achso, ich sollte das vielleicht reparieren. Ne? Achtung, kommen wieder ein paar. Sind die ausgefallen? Wer? Nee, die schnitzeln schon. Nee, die schnitzeln da unten immer noch fleißig vor sich hin. Die Schredder laufen auch schnell leer. Ey, die hauen da hinten an die Lampen ran. Am Zaun vom Krankenhaus. Wie die Ochsen. Alle. Warum? Sind die Treppen nicht erreichbar? Achso, nein, komm hoch. Ja, die hauen da hinten die ganzen Lampen und die Mauern kaputt. Ja. Oh, bin runtergefallen. Jetzt müssten sie sich eigentlich bewegen. Nee, hauen immer noch. Jetzt bewegen sie sich. Kaputt hauen. Okay. Jetzt kommen sie. Ja, aber immer noch nicht viel. Dann. Deswegen. Oh, die sind jetzt weg von Lampen. Da kommt wieder so ein Heini. Axel. 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 Axel is on the way. Jetzt kommen wieder ein paar Dicke. Oh, die Fallen gehen schnell leer vorne. Also ja. Diese Stifte da, die sich hin und her bewegen. Können sie aber ruhig mal. Vielleicht kommen wir dann oben den restlichen Weg mal welche antesten. So, Axel zieht wieder. Axel, aber nicht mich. Schlecht doch. Nee, heute bist du mal wieder dran. Du warst schon.
Ja, ich war schon, deshalb jetzt bist du dran. Ja, kommt mal hoch hier, komm. Nicht schießen. Oh, scheiße. Ja, keine Notwendigkeit dafür. Nee, der kommt nicht. Der kommt nicht. Komm hoch hier mal, komm. Ja, lass ihn hoch. Lass ihn hoch. Oh. Einer okay. Ist hoch, endlich. Jawohl, ja. Da bist du nicht erreichbar. Na komm. Fleisch haben wir. Jetzt geht schon wieder ab, die Post. Oh, scheiße. Ich hab ihn vergessen. Ich hab mir seinen Beil im Kopf getroffen. Nicht darin gehen immer. Das stört ihn nur nicht. Doch, das stört ihn. Und da laufe ich eben zurück. Wofür nicht der Mann? Huh, das war knapp. War das da unten? Oh. Ey, scheiße, der hat mich in die Schnetzelfallen gezogen eben. Echsen. Schon wieder ein Feuerhain hier drin. Und ihr das nicht erreichbar. Nee, wir stehen beide hier. Ja, Baumstammtyp da hinten wütet ein kleines bisschen, aber das haben wir im Griff. Der ist hin. Kann man durch eine Treppe nicht durchschießen? Nee. Oh, ey. Warum fällt er denn da, wenn der hier? So, weg ist er. Dann müssen wir da zumachen. Und hier wütet noch einer. Der Wüterich. Und der Globe, was machen sie jetzt? Nee, ist noch Mucke an? Ja. Dann hängt nur wahrscheinlich irgendwo einer wieder. Die kann sein. Ja, hier unten. Schreit er wieder? Ja, aber jetzt müsste eigentlich hin sein. Hängt noch irgendwo einer. Wo? Oh. Ich mach mal die Schredder an, dann krieg ich halt gleich. Sicher erledigt. Aber ist immer noch an. Oh! Scheiße! Hier war er! Zwei noch! Axel ist auch noch da! Ach du Scheiße! Hier sind viele! Ich bin tot mal. Wie kommt die letzte Welle jetzt gerade? Die war doch eben schon. Ah, denkst du? Denk ich nur, ja. Fuck. Oh, mir aber gekriegt. Nee, meine Tasche krieg nicht zurück. Ey, brauchst du jetzt noch nicht. Nee, ich komme jetzt. Ah, im Springen haben sie mich auch gerade. Aber ich dachte, es ist zu Ende. Deshalb bin ich ja, jetzt ganz entspannt. Mal. Ja, aber war doch schon die letzte Welle. Aber nee. Jetzt kann ich nicht mehr mitschießen und habe kein Essen mehr und nichts. Brauchst du nicht, ist egal. Bin gleich tot. Wir brauchen nichts. Dann ist was. Hab ja nichts mehr, wenn meine Kiste unten liegt. Ich aber bin leer. Ich schmeiß die mal raus. Nein, falsche Taste. Brauchst du noch mehr? Nee. Frisst, lass noch einen Apfel. Mhm. Oh, komm hoch. Ja, ist egal, die kommen hoch. Ja, ja. Sollen sie. Ich will ja gucken. Oh, hier unten geht die Post an. Das hört sich nicht gesund an. Nee. Also, die Pendel und alles, die sind immer voll. Ja, es sind aber nur noch die paar hier oben, Baumstammtypen. Dann kann ich ja jetzt vielleicht. Wo ist denn der? Wo klopft er denn? Hier oben. Direkt vor dem. Vor den Schreddern. Nee, hier hinten an der Lampe ist er. Aber die hier hauen drei auf die Schredder. Hier sind noch zwei Stück, die muss ich mal holen. Mit den Lampen war glaube ich nicht so eine geile Entscheidung. Nee.
Schredder ist alle, wa? Ist eigentlich etwa tot. Jetzt komme ich wieder. Okay. Die letzten waren nicht so. Ja, du stehst ja auch da auf den Foundations. Ja, ich musste aber gerade mal eben mal kurz. Es sind immer noch drei Baumtypen da. Die muss man auch mal ein bisschen. Ja, die sind echt träge. Ja. Hey. Warum dreht sich das denn hier nicht? Oh, toll, dreht sie doch. Die stehen in der Falle und können trotzdem ihren Move ausführen. Also ihren Schlag da. Genau. In the face. So, jetzt ist der letzte. Irgendwo? Oh. Wo meint es noch? Irgendwo hier hinten auf dem Parkplatz. Er schmeißt von hinten auf den Lampe, der Vollpfosten. Ballert kann. Du bist schon da hinten hingerannt, okay. Aua. Jetzt rennt er weg, die feige Sau. Sei nicht so bösartig zu ihm. Oh, fuck. Soll ich dir zur Hilfe eilen? Geht denn weg? Macht ein bisschen Damage, der Hund. Die werden uns noch richtig beschäftigen. Jetzt sind ganz schön viele davon, ne? Schieß auf den Kopf, dann geht's. Die sind auch echt die nervigsten, so ein bisschen. Nee, ich finde das Runterziehen echt ätzend. Ich bin jetzt jedes Mal runtergezogen in Schredder. Aber das ist ein geiles Gimmick. Ja, also, das stimmt. Haben sie echt geil gemacht. Das stimmt. Ja, also das war nicht problematisch, bis ich dachte, es ist Ende. Und bis ich in Ruhe hier unten repariert und gelootet habe und auf einmal kam von hinten ein ganzer Schwung, der mich getötet hat. Bis dahin war es okay. Interessante Nacht gewesen, irgendwie ein bisschen. Ich lass dir mal hier überall Loot liegen, wa? Da, wo ich nicht, wäre schön. Da, wo ich nicht repariert habe, da liegt Loot. Ansonsten habe ich eigentlich repariert und nachgeladen und. Ich krieg vielleicht 10 hier oben. Säckchen ab. Nein, hier oben sind ganz viele und. Du musst selber lachen, ne? Blutfinger ist. Das ist mir Altklaus. Nein, hier oben liegt alles voll. Hier oben liegen 120, 30 Säcke. Da oben unten war ja nichts. Die sind ja alle hier oben gestorben. Ja, das ist schon klar. Alter Schwede, ey. Alles weg. Meine schönen Säckchen. Ach, meine schöne Forschung. Ja, eben. Ich muss forschen, nicht du. Ja. Naja. Schön. Dann freue ich mich ja schon auf die nächste Nacht. Da haben wir noch einen längeren Catwalk vielleicht. Ach, scheiße, ich habe die Säcke hier oben auch eingesammelt. Ja. Ja, schon. Aber ich lege doch alles in die Kisten. Du brauchst es doch nicht. Ich lege doch alles in die Kisten für uns beide. Ja. Du legst dein Forschungszeug in die Kisten. Nee, Forschung. Lügenwalker. Ja. Ich bin ganz schön auf die Sturm. Ich leg dir 20 Forschungsblätter in die Kiste, ja? Witzig. Damit kannst du dir piep abwischen. Gut. Ich hab noch 633, behalte deine 20. Gut, ich hab 500, also. Aber ich viel weniger als du. Siehst immer, was du heimlich gelootet hast. Ich sammle aber schon 3 Nächte. Ja, nicht. Du hast dich ja vorher leer gemacht, hast du gesagt. Dann hast du jetzt alles weggelootet. Nee. Lootfinger. Kann ja nicht das bauen, was ich will, aber ich nicht genug.
Bücher habe. Dekapit-Architektenbuch, aber ich geb's dir nicht. Meins, meins, meins. Was soll ich denn bauen jetzt immer? Ja, schön. Nacht 11 ist überstanden. Wir freuen uns auf den nächsten Morgen mit euch zusammen und sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut darin. Ciao.